Ja, guten Morgen. Ich darf Sie auch von meiner Seite herzlich begrüßen. Britta Böckmann, mein Name. Ich bin auch Mitglied des Digitelemeds-Vorstands und werde Sie jetzt gemeinsam mit Professor Schöbel durch die Patientenreise führen. Wir haben ja gerade schon gehört von einer Frau Meier. Bei uns wird es ein Herr Morleo sein. Genau. Und bevor wir damit starten, so ein paar einleitende Worte von mir. Wer klickt jetzt die Folien weiter? Ich kann sie klicken. Mache ich das? Oder? Hier liegt was. Okay, dann können wir das, genau, kann ich das auch machen. Genau. Und zwar, warum haben wir uns diese Patientenreise überlegt? Also warum starten wir mit einem solchen Intro hier? Und wir haben ja gerade schon von Herrn Marx gehört, wir wollen zeigen, wie es im Grunde geht. Und wir wollen nicht mehr sozusagen immer dieses Zurückblicken und Jammern und warum geht alles nicht, sondern wir wollen tatsächlich hier mal zeigen, was ist eigentlich alles schon möglich. Wir wissen, wir haben zahlreiche Technologien, die entwickelt sind, erprobt sind, verfügbar sind. In Pilotprojekten sehen wir tolle Sachen, da werden wir auch heute noch spannende Vorträge zu hören. Da bilden sich erste Netzwerke. Wir alle gucken immer wieder neidisch ins Ausland, was da alles schon so geht mit Telemedizin und wie das dort schon in die Praxis letztendlich ist. Und wir wissen, alle bestimmte digitale Infrastrukturen gehören letztendlich dazu. Das heißt, für einen Einsatz in der Routineversorgung von Telemedizin genau als Teil von zukunftsorientierten medizinischen Prozessen und nicht neben den Prozessen, wie wir sie heute haben, muss man festlegen, und deswegen zeigen wir diese Patientenreise, wer tut was an welcher Stelle in einem bestimmten Behandlungssetting. Wie greifen diese einzelnen Puzzlestücke ineinander, sodass aus den einzelnen Puzzleteilen am Ende ein Bild wird. Und mir ist wichtig, nochmal ganz klar zu sagen, wir skizzieren dieses Bild und diese Patientenreise jetzt hier für die Schlafapnoe. Deswegen auch Professor Schöbel, der der medizinische Experte ist und immer mal wieder von der medizinischen Seite dann durch diese Reise führen wird. Die Schlafapnoe ist aber hier auch ganz klar stellvertretend für viele, viele andere Indikationen, für die man genau solche Patientenreisen hier darstellen könnte. Herzinsuffizienz beispielsweise, Diabetes und viele andere Indikationen, die wir auch schon oft im Rahmen dieser Kongresse behandelt haben. Also insofern bitte ich, das immer sozusagen im Hintergrund zu behalten. Und das Zweite ist, ich habe hier vom Puzzle gesprochen und den Teilen, wie wir die zusammensetzen. Ein bisschen von dem, was wir zeigen, ist auch Fantasie. Also manches ist sozusagen echt im Netzwerk und anderes ist eine Fantasie. Es gäbe zum Beispiel eine funktionierende elektronische Patientenakte. Also insofern ist Puzzleteile zusammensetzen durchaus auch immer mit ein wenig Zukunftsmusik verbunden. Das werde ich aber an den einzelnen Stellen auch darstellen, wo wir sozusagen annehmen, bestimmte Dinge seien miteinander kompatibel, die es heute noch nicht sind. So viel vielleicht mal von meiner Seite zur Einleitung und ich denke, dann werden Sie jetzt unseren Patienten ein wenig vorstellen. Ne? Jawohl, das kann ich gerne tun. Ja, vielen Dank für die einführenden Worte. Christoph Schöbel ist mein Name, bin selbst Internist, Kardiologe und Schlafmediziner, leite die Professur für Schlaf- und Telemedizin an der Uniklinik in Essen, war vorher hier in der Charité in Berlin, habe selbst mitgearbeitet in der kardiovaskulären Telemedizin, also in dem Herzinsuffizienzprojekt von Professor Köhler, was gerade auch angesprochen wurde. Kommen wir mal zum Patienten. Der Patient wird uns gleich auch zugeschaltet. Eigentlich sollte er heute hier sein, ist auch wirklich ein echter Patient. Allerdings aufgrund des Bahnstreiks ist er jetzt doch virtuell zugeschaltet. Herr Morleo, hallo, grüße Sie. Hören Sie uns? Hallo, Herr Professor. Wunderbar, sehr schön. Herr Morleo, vielleicht erzählen Sie mal ganz kurz, was sozusagen die initialen Symptome waren. Wir hatten gerade eine Folie gesehen, wir sind die jetzt noch gar nicht durchgegangen, aber vielleicht berichten Sie erst mal, was sozusagen die initialen Symptome waren, weshalb es überhaupt auffällig wurde und Sie den Kontakt zu den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen gesucht haben. Ja, es fing halt an mit so einem Schnarchen bei mir. Meine Partnerin hatte sich schon beschwert darüber. Es wurde dann auch immer lauter. Sie sprach auch meistens von Aussetzern, sogar Atemaussetzern, dass sie mich wecken wollte. Und ich habe dann irgendwann eine Tagesmüdigkeit gekriegt. Ich war auch gar nicht mehr so richtig fit, obwohl ich 10 Stunden geschlafen habe. Bin auch in den 10 Stunden schlafen, bin ich dann 4-5 Mal aufgestanden, um zur Toilette zu gehen. Und habe sogar dann beim Autofahren mal Sekundenschlaf gehabt. Oder auch in Unterhaltungen sind mir die Augen dann einfach zugefallen. Tagsüber, wo ich dachte, da muss irgendwas gemacht werden. War das unabhängig von der Schlafzeit? Sie sagten ja gerade jetzt 10 Stunden geschlafen. Was machen Sie beruflich? Ich bin Nachtdienstwache.
Nachtdienstwache, okay. Das heißt, war das vielleicht in den Zeiten, wo Sie dann keinen Nachtdienst hatten, wo Sie dann wirklich mal auch gemäß Ihrem Rhythmus schlafen konnten, zum Beispiel im Urlaub, war das dann anders, das Gefühl tagsüber? Nee, überhaupt nicht. Also auch im Urlaub, als hätte ich nie geschlafen. Also ich war nie ausgeglichen, nie ausgeschlafen. Ich würde sagen, bevor wir jetzt in die Anamnese tiefer einsteigen, würde ich gerne noch mal auf die Folien zurückkommen. Das machen wir. Weil wir haben ja gesagt, wir zeigen auch immer so ein bisschen sozusagen Zukunft an der Stelle. In der Realität kann man, glaube ich, so sagen, ist Herr Morleo einfach sozusagen zu seinem Hausarzt dann irgendwann gegangen. Zukünftig, wenn wir jetzt mal weiterklicken, könnte das natürlich genauso so aussehen, dass Herr Morleo schon zu Hause mal mit Hilfe seiner Smartwatch zum Beispiel bestimmte Dinge überwacht hat. Wir kennen alle diese Schlaf-Apps, die es dann auch gibt und so weiter. Man könnte dann Einsicht nehmen in die Messwerte der entsprechenden App. Und wenn man feststellt, da spiegelt sich eigentlich auch eine entsprechende Problematik, schon vor der Terminvereinbarung mit dem Hausarzt, diese Daten zum Hausarzt sozusagen zu übermitteln. Also wir stellen uns jetzt sozusagen vor, das sei virtuell passiert und auch der Termin wäre virtuell, genau, als Videosprechstunde ausgemacht. Richtig, jetzt muss man sich gar nicht vorstellen, dass das virtuell passiert, sondern es passiert wirklich. Logischerweise, viele Patienten haben Tracker, Schlaftracker. Wir haben in der Uniklinik Essen die erste Smartwatch-Sprechstunde etabliert, weil sozusagen viele Patienten kommen und sagen, ich schlafe schlecht, ich habe da irgendwelche Probleme, sagt der Tracker. Man muss natürlich sagen, dass klar die Apple Watch zum Beispiel zugelassen ist oder andere Smartwatches, was die EKG-Funktion angeht. Da waren wir Kardiologen ja damals, als es noch kein Medizinprodukt war, ja eher so ein bisschen zurückhaltend, haben nur auf unser Langzeit-EKG vertraut. Mittlerweile ist das Medizinprodukt, ja, auf Basis der großen Studien. Das heißt, wir müssen dann auch aktiv werden, wenn zum Beispiel eine Rhythmusstörung dort zu sehen ist. Und es ist zu erwarten, dass natürlich Smartwatches, die auch ein Pulsoximeter integriert haben, natürlich nachts Sauerstoffabfälle messen können. Aktuell können Sie das nicht hochfrequent genug, weil die Kapazitäten der Batterien dafür noch nicht ausreichend sind. Wenn wir aber davon ausgehen, dass allein die Schlafapnoe in Deutschland auf 14 Millionen Betroffene geschätzt wird, wir machen dann gleich mal einen Risikoscore, da können Sie sich selbst alle mal mit abschätzen, müssen wir davon ausgehen, dass wenn das ein Medizinprodukt ist, wir natürlich entsprechend dann auch von Patienten angesprochen werden. Und genau das hat Herr Morleo auch gemacht. Er hat sozusagen in seinem Tracker auch seinen Schlaf vermessen, was dazu geführt hat, dass er jetzt sozusagen Kontakt aufnimmt und das Ganze mit dem hausärztlichen Kollegen Herrn Schimpke in einer Videosprechstunde bespricht. Hallo Herr Morleo, ich grüße Sie. Hallo Herr Doktor. Sie hatten um eine Videosprechstunde gebeten. Wie geht's Ihnen? Ja, genau. Mir geht es so lala. Ich habe jetzt zurzeit immer mehr Tagesmüdigkeit, obwohl ich viel schlafe. Meine Partnerin sagte auch, ich schnarche wohl nachts sehr viel und habe auch Atemaussetzer. Die wollten mich schon ein paar Mal wecken. Und jetzt meine Apple Watch, die sagte dann auch noch zu mir, ey, geh mal zum Hausarzt. Da ist, ja, dein Nachtschlaf ist nicht so ganz gesund. Ja, Sie hatten mir ja sogar die Daten von der Apple Watch geschickt. Ja, genau. Von Ihrer Smartwatch und Ich hab die mir mal angeguckt und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein sehr, sehr unruhiger Schlaf. Jetzt ist diese Uhr nicht unbedingt zertifiziert zum Schlafuntersuchungen, aber wir müssen das oder sollten das in jedem Fall ernst nehmen. Ich möchte so ein paar Fragen mit Ihnen durchgehen. Sie haben schon gesagt, es ist schon aufgefallen, dass Sie Atemaussetzer im Schlaf haben. Das ist richtig? Ja. Und tagsüber immer müde und auch so Sekundenschlaf schon mal gehabt? Oh ja, beim Autofahren hatte ich jetzt schon ein paar Mal Sekundenschlaf gehabt und auch in der Unterhaltung. Oh ja, okay. Schnarchen ist auch schon gehört worden, ne? Oh, sehr laut sogar. Ja, genau. Okay, ich kenne Sie ja, so gewichtsmäßig sind Sie im Normbereich, Alter ist unter 50, Kragenweite weiß ich jetzt nicht genau, wissen Sie die zufällig? 41 zurzeit. Ja gut, alles klar. Und männliches Geschlecht ist auch unverkennbar, also insgesamt haben wir vier Punkte in meinem Fragebogen und das sagt, wir müssen diesem Thema definitiv nachgehen. Also zusammen mit jetzt den Daten von der Smartwatch würde ich ganz gerne folgendes Vorgehen vorschlagen, wenn Sie einverstanden sind. Wir würden Ihnen gerne ein kleines Gerät zuschicken per Post. Ja? Das ist so ein kleiner Schlaftracker, wenn Sie so möchten, also ein kleiner Computer, der über mehrere Kanäle, unter anderem die Atmung, den Puls, das Schnarchen, die Sauerstoffsättigung, also einige Sachen ermittelt und misst in der Nacht, Bewegung und
Sie schicken uns das Gerät dann, nachdem Sie es eine Nacht benutzt haben, wieder zurück und wir werten die Daten aus. Und Ihr Einverständnis vorausgesetzt, pflegen wir das in eine elektronische Patientenakte ein und besprechen das dann mit Experten, mit einem Telekonsil, das heißt also, ich spreche mit den Experten dann und wir besprechen, was wir mit ihnen dann im Weiteren veranstalten, beziehungsweise welche Therapie wir machen können. Ja, sehr gerne, auf jeden Fall. Wenn es mir hilft, doch bin ich dabei. Genau, dann würde ich vorschlagen, machen wir das so. Und Sie kriegen dann dieses Gerät zugeschickt. Wenn es Fragen gibt, natürlich jederzeit bitte fragen, okay? Das mache ich. Vielen Dank. Alles klar. Super, wir hören dann voneinander. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, wunderbar. Dann schalten wir jetzt wieder zurück auf die Folien. Genau, also hier sehen Sie sozusagen nochmal den Tracker. Man muss wirklich sagen, keiner dieser Tracker ist aktuell als Medizinprodukt zertifiziert, das muss man einfach sagen. Aber die Dinger können uns natürlich schon mal einen Hinweis darauf liefern, ob da zum Beispiel irgendwas gestört ist. Und gerade die Schlafapnoe ist die häufigste organische, körperlich bedingte Schlafstörung. Wichtig ist, klar, Verdacht auf krankhafte Schnarchen besteht. Sie sehen es hier nochmal, was passiert eigentlich bei der Schlafapnoe. Es geht um die oberen Atemwege. Zwischen Zäpfchen und Kehlkopf sind die bei uns Menschen nicht durch Knorpel oder Knochen stabilisiert. Heißt also, wenn Sie einschlafen, die Muskelspannung verloren geht, dann sehen Sie, was passiert. Es kann letztlich zu einer Einengung der oberen Atemwege kommen. Wenn Luft durch Engstellen durch muss, gibt es Töne. Das klingt bei einer Flöte vielleicht ganz nett. Schnarchen klingt nicht ganz so nett. Und wenn die Atemwege noch enger werden und zu wenig Luft in die Lunge geht, naja, dann sinkt der Sauerstoffgehalt im Blut. Es kommt zu einer Weckreaktion. Niemand wird daran ersticken. Aber diese Weckreaktion unterbricht den Schlaf, kann dazu führen, dass der Patient zu wenig Tief- und Traumschlaf bekommt, deswegen tagsüber müde ist. Und leider auf lange Sicht erhöht das natürlich das Folgeerkrankungsrisiko, was wir gleich sehen werden. Wir hatten gerade die Videosprechstunde gesehen und in der Tat ist es so, dass man natürlich hier das Ganze anlegt. Wir machen das in der Tat auch in dieser elektronischen Fallakte. Das ist jetzt hier aus unserem Projekt Sleepwell, das ist vom GBA Innovationsfonds gefördert, das Projekt in Nordrhein-Westfalen. Da haben wir in der Tat eine elektronische Plattform, wo wir den Patientenpfad auch abbilden können und letztlich auch genau sehen, an welchem Standpunkt steht der Patient in diesem Pfad. Aktuell, wie gesagt, die Anamnese. Der Kollege Schimke hatte diesen Risikoscore abgefragt. Das können Sie jetzt selbst für sich mal machen, das müssen Sie nicht öffentlich machen. Das sind nämlich Risikofragen und wenn Sie mehr als 3, größer gleich 3 Fragen mit Ja beantwortet haben, haben Sie mindestens ein 50-prozentiges Risiko, selbst an solchen Atemaussetzern zu leiden. Da wird nach Schnarchen gefragt, nach Müdigkeit gefragt, es wird gefragt, ob irgendjemand schon mal erzählt hat, dass Sie unregelmäßig atmen in der Nacht, ob Sie hohen Blutdruck haben oder der behandelt ist. BMI, klar, spielt eine Rolle. Auch das Alter spielt eine Rolle. Halsumfang haben Sie schon gehört. Und auch, klar, das Geschlecht spielt eine Rolle. Ich kann Ihnen sagen, ich komme ebenso auf 4 Punkte und ich habe eine mittelgradige Schlafapnoe. Das heißt, man darf nicht immer nur denken, dass die übergewichtigen älteren Männer davon betroffen sind. Nein, auch die Damen sind davon betroffen. Das geht aber bei den Frauen erst ab der Menopause los. Bis dahin hat die Natur da einen wirksamen Schutz im geschlechtsfähigen Alter eingebaut. Sie sind nämlich geschützt durch ihre Geschlechtshormone vor diesen Atemaussetzern. Wichtig ist, klar, das Folgeerkrankungsrisiko sehen Sie hier nochmal. Ich selbst bin Kardiologe, wir wissen also, dass dadurch das Risiko steigt für Bluthochdruck, Vorhofflimmern, Schlaganfall, Herzinfarkt, Herzschwäche. Und logischerweise, das sauerstoffsensibelste Organ ist nicht das Herz-Kreislauf-System, sondern das Gehirn. Das heißt, hier können wirklich Jahrzehnte vorher der Grundstein gelegt werden für eine spätere Demenz. Das ist aktuell in der Tat auch heißes Forschungsthema im Bereich der Schlafmedizin. Klar ist, wir verlassen uns aktuell noch nicht auf die Smartwatch. Vielleicht ist es irgendwann soweit. Aktuell kriegen Sie leider sowas nach Hause. Ja, das ist eine sogenannte Polygraphie. Ja, hier sehen Sie den Arm, der das tragen muss. Für eine Nacht, das ist ein Messsystem mit 6 Kanälen. Da wird also die Atmung gemessen, das Schnarchen gemessen. Es wird die Sauerstoffsättigung gemessen, die Lage wird gemessen. Das ist auch das, was die niederlassenden Kollegen den Patientinnen und Patienten mit nach Hause geben für eine Nacht. Allerdings ist es aktuell so, dass die Geräte in der Praxis vorgehalten werden, wie ein 12-Kanal-EKG-Gerät oder ein Blutdruckmessgerät. Patient muss sich das abholen, gibt es am nächsten Tag wieder in der Praxis ab, dann wird das Ganze ausgewertet. Aktuelle Wartezeiten über 6 Monate auf ein solches Gerät, je nachdem, wo Sie sind. Das heißt, da muss man ganz klar sagen, da ist die Logistik aktuell ein bisschen schwierig. Deswegen
kann dieses Gerät auch versendet werden. Das, was Herr Schimpke gerade gesagt hat, das heißt, es gibt mittlerweile den Diagnostic Service, dass Sie die Daten des Patienten an den Diagnostic Service Anbieter übermitteln. Derjenige nimmt mit dem Patienten Kontakt auf und löst ein Versenden dieses Gerätes aus. Der Patient kriegt es nach Hause, öffnet das Paket, da ist eine Anleitung drin, auch über QR-Code als YouTube-Video verfügbar, wie er sich das Ganze anlegt. Er schläft die eine Nacht damit in der eigenen häuslichen Umgebung und schickt es am nächsten Tag per Post wieder zurück. Die Daten werden hochgeladen auf eine gesicherte Cloud und die entsprechenden ärztlichen Leistungserbringer können sich diese Rohdaten angucken, was sie natürlich dann nutzen für ihre Untersuchungsbefundungen. Ich kann da noch ergänzen, das ist gerade in Amerika ein Riesentrend, wo sich Firmen darauf spezialisieren, genau solche Geräte inklusive dann auch Schulungsmaßnahmen und so weiter direkt zum Patienten zu bringen. Das sind oft Hersteller, die eher aus dem Logistikbereich kommen, die gar nicht unbedingt aus dem medizinischen Bereich kommen. Also da ist auch bei uns, glaube ich, noch viel Entwicklung möglich, was solche Serviceleistungen dann letztendlich angeht. Genau. Und wir würden jetzt sozusagen nach durchgeführter Diagnostik, also Herr Morlio hat jetzt eine Nacht mit diesem Gerät geschlafen und die Daten werden in der Cloud, wie gerade beschrieben, ausgewertet und dann entsprechend angeschaut und in einem Telekonsil anschließend besprochen. Genau, deswegen zeige ich Ihnen ganz kurz die Daten, bevor wir zum Telekonsil wechseln, dass Sie einfach auch sehen, worüber wir jetzt gleich sprechen, Herr Schimpke und ich. Sie sehen an der oberen Spalte, sehen Sie den Atemfluss und Sie sehen rosa markiert, da sehen Sie eigentlich, dass keine Atmung mehr zu sehen ist. Ja, die grünen Atemzacken, die sehen Sie, das heißt, der Patient holt hier dreimal Luft, dann hat er die Atempause, dann wird er natürlich wach gemacht, erstickt nicht dran, holt dreimal Luft, hat die nächste Atempause, weil die Atemwege wieder in sich zusammenfallen und das sieht man auch hier in der Übersicht, das heißt, Sie sehen da das SpO2-Signal über die gesamte Nacht und Sie sehen sehr schön die Phasen, wo er dann wirklich relevante Atemaussätze hat, weil die Sauerstoffsättigung entsprechend tief abfällt. Das heißt, es sind da wirklich Abfälle bis zu 80% Sauerstoffsättigung zu sehen, bis der Patient dann letztlich selbst wach gemacht wird, damit er eben nicht erstickt. Und das Ganze würden wir jetzt im Rahmen eines Konsils mit Herrn Schimpke besprechen, denn wenn ehrlich gesagt eine eindeutige Vortestwahrscheinlichkeit besteht, keine relevanten Begleiterkrankungen bestehen und wirklich aufgrund der Polygraphie wirklich eine gute Signalqualität zu sehen ist, kann daraus bereits eine Diagnose abgeleitet werden. Deswegen, Herr Schimpke, hallo, hören Sie mich? Hallo, ich höre Sie. Wunderbar, Sie sehen mich jetzt nicht, aber Sie hören mich. Genau, wir haben jetzt gerade uns schon mal die Befunde angeguckt. Wichtig ist ja immer, es ist eine unüberwachte Messung, das heißt, wir müssen natürlich auf die Güte, die Qualität des Signals achten. Sie haben es sich ja auch mit angeguckt, was ist denn Ihre Meinung dazu? Ja, es ist ein ordentlicher Befund, ich denke, da müssen wir was machen. Jawohl. Also wir sehen, dass da wirklich relevante Atemaussetzer sind. Wir haben gerade Herrn Morlio gehört. Ich habe es mir auch in der Fallakte mit angeguckt. Das ist wirklich eine hohe Vortestwahrscheinlichkeit aufgrund Ihres Risikoscores, den Sie durchgeführt haben. Wir sehen keine relevanten Begleiterkrankungen. Das heißt, der Patient hat jetzt keine chronische Herz- oder Lungenerkrankung, die es jetzt notwendig macht, das Ganze nochmal in einem Schlaflabor zu bestätigen. Denn man muss ganz klar sagen, ich bin selbst im Vorstand von der Fachgesellschaft, aktuell längste Wartezeit auf einen Schlaflaborplatz in Deutschland. Was denken Sie? 24 Monate. Ja? Und da muss man ganz klar sagen, das muss man so einem Patienten nicht antun, wenn eigentlich alles klar ist, er eine eindeutige Symptomatik hat, die Polygraphie nichts anderes erbringt und auch keine anderen Risikofaktoren bestehen. Da kann man laut der Leitlinie auch wirklich eine Diagnose letztlich auch darauf basierend stellen. Das heißt, Herr Schimpke, Sie sehen es genauso wie ich, da besteht eine Therapieindikation bei diesem Fall. Wir sind ja sozusagen im mittel- bis schwergradigen Bereich, wenn wir sozusagen die Anzahl der Atemaussetzer pro Stunde zugrunde legen. Das heißt, was würden Sie tun? Ja, ich denke, wir sollten ihm eine Schlafmaske zukommen lassen. Genau, also ich sehe es genauso, es besteht eine Therapieindikation. Therapieindikation, das ist doch das, wovor die meisten Leute Angst haben, wenn es um Schlafapnoe geht. Was ist die Erstlinientherapie gegen Atemaussetzer?
die berühmt-berüchtigte Maskentherapie. Ja, da muss man ganz klar sagen, Sie sehen so ein kleines Gerät hier vor uns stehen. Das ist ein Überdrucktherapiegerät. Ja, das steht also neben dem Bett. Das saugt Raumluft an, komprimiert die Raumluft und gibt den Überdruck über eine kleine Maske an die Nase ab. Das sind mittlerweile nicht mehr solche großen Masken, die über Nase und Mund gehen, sondern wirklich ganz kleine Masken, die vor der Nase sitzen. Die Geräte sind auch entgegen der Befürchtung der Patienten nicht wirklich laut. Geschnarcht hat Herr Morleo laut unserem Gerät bis 90 Dezibel. Ja, das Gerät selber, das produziert 20 Dezibel, das sind 40 Dezibel, es ist also deutlich leiser als Flüstern oder Schnarchen. Man muss auch ganz klar sagen, das ist zwar die Erstlinientherapie, mittlerweile übernimmt die Krankenkasse aber auch seit letztem Jahr eine Zweitlinientherapie für diejenigen, die mit der Überdrucktherapie nicht klarkommen. Die Idee ist ja, dass Überdruckluft von innen die Atemwege aufhält. Mittlerweile übernehmen die Krankenkassen auch eine Zahnschiene, die den Unterkiefer leicht nach vorne holt, dadurch den Zungengrund von der Rachenhinterwand holt. Also auch das wird übernommen. Sie sehen, es ist sozusagen kein Entweder-Oder, sondern es gibt in der Tat Alternativtherapien, aber dieses Therapiegerät ist natürlich Therapie der ersten Wahl und deswegen wird es bei dem Patienten auch eingeleitet. Kurze Zwischenfrage zum Prozess. Ich glaube, das interessiert einige hier auch. Würde bei einem solchen Befund, würden Sie, Herr Schimke, immer dann ein Telekonsil einholen oder wo ist Ihr eigener Ermessensspielraum? Würden Sie ein Telekonsil eher bei Begleiterkrankungen einholen? Wie ist das aktuell geregelt? Also ich würde bei so einem Befund definitiv den Experten zu Rate ziehen. Das, ich denke, dafür ist es auch da. Und ich weiß nicht, wie Sie sehen Sie es, Professor Schöbel. Ich denke, das ist dann angezeigt. Ja. Genau. Also wir haben dieses Telekonsil in der Tat wirklich im Projekt Sleepwell implementiert. Warum? Weil wir im Rahmen dieses Telekonsils entscheiden, ob wirklich auch ein Schlaflaboraufenthalt unbedingt notwendig ist, um sowas einzuleiten. Denn genau, das steht in der Leitlinie immer noch drin. Jeder, der ein solches Therapiegerät kriegt, muss ins Schlaflabor gehen, wo es angepasst wird. Genau, die Gefahr wäre sonst, wenn ohne Telekonsil, dass Sie möglicherweise Schlaflabor anordnen würden, obwohl es gar nicht notwendig wäre, vielleicht aus einer Unsicherheit heraus oder so, weil man eben selber nicht der Spezialist ist. Das heißt, durch das Telekonsil wird auch sichergestellt, dass die Versorgung sozusagen möglichst schlank passiert an der Stelle. Ne? Genau, man muss nämlich dazu sagen, dass diese Einleitung von den Überdrucktherapiegeräten im europäischen Ausland schon längst so erfolgt. Da muss nicht jeder in ein Schlaflabor. In Deutschland ist das ganz fest geregelt. Jeder muss in ein Schlaflabor, um eine solche Therapie einzuleiten. Mit den entsprechenden Wartezeiten hatte ich Sie ja gerade vertraut gemacht. Das heißt, es wird nicht unbedingt kürzer. Das heißt, Patienten warten lange und wir haben uns jetzt auch hier oder würden uns in diesem Fall auch entscheiden, das wirklich zu Hause einzuleiten. Da ich ein bisschen Zeitmanagerin auch bin, würde ich vorschlagen, dass wir das Telekonsil an der Stelle mit Dank an Sie nochmal beenden und auf die nächsten Schritte dann eingehen. Genau, sehr gerne. Ich denke, der Patient bekommt jetzt eben das entsprechende Equipment nach Hause und wird jetzt therapiert. Das Equipment beinhaltet auch, denke ich, eine Übertragung entsprechender Werte seines Schlafs wieder in die elektronische Patienten- respektive Fallakte, die Sie sich dann regelmäßig anschauen? Oder ist das beim Hausarzt angesiedelt vom Prozess her? Also wer guckt regelmäßig auf diese Daten? Also aktuell gucken wir auf die Daten. Sie sehen es hier nochmal, in der Fallakte ist das Ganze angelegt worden. Und dieses Therapiegerät, so wie es hier steht, hat eine SIM-Karte integriert, die nach jeder Nacht wirklich auch die Daten sendet. Nachdem der Patient das zu Hause von dem Medizingeräteprovider angepasst hat, da ist es wichtig, dass Sie nicht einfach nur eine Maske zusenden und sagen, viel Spaß damit, sondern da kommt natürlich der Medizingeräteprovider mit ins Spiel, der letztlich guckt, welche Maske für den Patienten die richtige ist. Und wenn der Patient das dann zu Hause nutzt, überträgt die SIM-Karte in der Tat auf eine Telemedizin. Plattform, auf die wir uns dann entsprechend Passwortgeschlüssel draufschalten können. Therapienutzung, Dichtigkeit der Maske und auch die übrig gebliebenen Atemaussetzer. Das heißt, wenn Sie sich hier in die Telemedizin-Plattform einloggen, sehen Sie hier zum Beispiel die allnächtliche Nutzung. Grün heißt, er nutzt es mindestens für 4 Stunden. Rot heißt, die Nutzungszeit ist entsprechend zu wenig. Das heißt, wir können daraus wirklich erkennen, hat derjenige Probleme. Und die Therapieprobleme treten in den ersten Wochen auf und wenn Sie die nicht lösen, verlieren Sie den Patienten. Deswegen ist es umso wichtiger, dass der Patient auch eine Rückmeldung über seine Therapie bekommt. Das geht über eine Therapiebegleitungs-App. Das heißt, der Patient kriegt spielerisch zurückgemeldet, funktioniert das eigentlich, was ich hier jede Nacht nutze? Sind noch Atemaussetzer da? Gibt es da irgendwelche anderen Probleme? Oder auch zurückgemeldet, nutzt doch die Maske mal wieder. Genau, oder so. Wichtig ist, dass wir natürlich dann auch genau gucken,
hat er einen Effekt davon. Das heißt, wir nehmen natürlich mit dem Patienten auch Kontakt auf. Ja, das kann über eine Videosprechstunde erfolgen. Das machen dann natürlich häufig die Erstbehandelnden, die primär behandelnden Ärzte. Da geht es ja nicht nur darum, ob die objektiv übermittelten Werte gut aussehen, sondern auch, was ist eigentlich der Benefit, der Profit des Patienten. Und Sie sehen das hier auch schon, dass der Patient davon sehr, sehr gut profitiert hat. Aber ich glaube, wir schalten noch mal rein in diese Videosprechstunde mit von Herrn Schimke und dem Patienten, nachdem er jetzt das Therapiegerät zu Hause nutzt. Ja, hallo, Herr Molleo, wie geht's Ihnen? Hallo, Herr Doktor. Ja, mir geht's ganz gut. Also ich nutze das Gerät jetzt schon seit einiger Zeit und ich habe auch gemerkt, mir geht's auch qualitativ besser. Also ich bin wieder ein bisschen ausgeschlafener, was fitter wohl. Und meine Uhr hat auch schon gemeldet, dass mein O2-Bereich nachts schon wieder gestiegen ist, Gott sei Dank. Das freut mich. Aber ich habe eine kleine Problematik dazu gekriegt, Herr Doktor. Ich habe jetzt so ein Herzrasen halt und ich habe so ein richtiges, heftiges, spürbares Herzklopfen sehr oft. Jetzt nicht nachts, tagsüber? Nee, das habe ich tagsüber geschieht das bei mir. Okay. Haben Sie da mal auch Ihre Uhr benutzt? Haben Sie da mal ein EKG geschrieben? Nee, noch gar nicht. Könnte ich ja eigentlich mal machen. Ja, genau, das würde ich Ihnen in jedem Fall mal empfehlen. Wenn Sie nicht wissen, wie es geht, das ist relativ simpel. Können Sie mal in der Anleitung gucken und dann kann man das speichern und es wäre ganz toll und dann müsste ich Sie doch mal bitten, einmal in die Praxis zu kommen, dass wir uns das mal gemeinsam angucken. Ich würde dann auch gerne mal Blut abnehmen, einmal ein Ruhe-EKG. Das muss nicht bedeuten, dass wir da was sehen, aber ich würde es gerne einmal machen und dann sehen wir weiter. Müssen wir Sie eventuell einmal zum Kardiologen dann weiterlaufen. Okay, alles klar. Machen wir es so. Ja. Ja, super, vereinbaren wir das so. Super. Vielen lieben Dank. Ja, alles klar. Ja, und wie es der Zufall so will, haben wir einen Kardiologen hier. Ja, Sie merken, jetzt wird es ein bisschen weiter gesponnen, der Fall. Herr Flautmann, kommen Sie bitte auf die Bühne. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Molleo. Ja. Hallo, guten Morgen. Mein Name ist Christian Flottmann, ich bin Kardiologe und Internist im Lukas-Krankenhaus in Bünde. Wir arbeiten sehr eng mit dem Ärztenetzwerk in Bünde zusammen. Und Herr Molleo, dann würden wir uns einmal kurz unterhalten. Vielleicht ja. Aus meiner Prozessbegleiterrolle. Sie haben natürlich dann auch den Zugriff auf die entsprechende elektronische Fallakte, sehen die Historie, sehen sozusagen, was Herr Molleo schon bekommen hat und wie seine Werte aussehen, inklusive des selbstgenommenen EKGs von der Smartwatch. Ja, das ist ganz toll. Früher kamen die Patienten zu mir in die Sprechstunde und haben gesagt, da waren Beschwerden. Dann haben die ein Langzeit-EKG verschrieben bekommen, da haben wir uns das nachher angeguckt, da waren keine Rhythmusstörungen drin. Waren die wieder zu Hause, die Patienten, haben doch wieder Rhythmusstörungen gehabt. Und jetzt haben wir ja die Möglichkeit, bei dieser Smartwatch die Rhythmusüberwachung zu aktivieren. Das ist die kleine Lichtschranke hinter der Uhr, die halt guckt, ist der Puls regelmäßig oder nicht. Und wenn da eine Unregelmäßigkeit vorliegt, kann man gleich das EKG anfertigen und auf sicherem Wege versenden. Das geht per E-Mail, das geht aber auch noch ein bisschen eleganter mit anderen sicheren Plattformen. Und dann schicken Sie mir das und dann kann ich mir das anschauen. Dann müssen wir halt schauen, ist da jetzt ein Handlungsbedarf? Hängt das vielleicht sogar mit der Schlafapnoe zusammen? Wird die Rhythmusstörung vielleicht sogar besser, wenn die Schlafapnoe richtig eingestellt wird? Oder müssen wir noch weitere Schritte übernehmen? Das ist ziemlich gut, muss man sagen, dass man bei Schlafapnoe an Vorhofflimmern, an Rhythmusstörungen denkt und andersrum auch, wenn die Patienten Rhythmusstörungen haben, wenn die Vorhofflimmern haben, was nun mal die häufigste Rhythmusstörung ist, dass man dann auch an Schlafapnoe denkt. Weil es ganz schwierig ist, dieses Vorhofflimmern vernünftig zu behandeln, solange die Schlafapnoe noch nicht richtig behandelt ist. Jetzt würden wir das einfach mal so machen, Herr Molleo. Wir haben jetzt die Rhythmusüberwachung bei Ihnen aktiviert. Wir sagen jetzt mal, okay, die Uhr hat einen Alarm gegeben, Sie schreiben ein EKG. Jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht einmal die nächste Folie sagen, aber beides geht, glaube ich, nicht. Ne? Genau, technisch können wir immer nur Sie, also Herrn Molleo, oder die Folien sehen, aber wir hören ja Herrn Molleo weiter. Okay, insofern würde ich vorschlagen, dass wir tatsächlich die Folien zeigen und Herrn Molleo hören. Also das ist mir halt ganz wichtig, dass man einmal verstanden hat, dass man beide Möglichkeiten hat bei den modernen Smartwatches. Man hat die kontinuierliche Rhythmusüberwachung, aber auch die einfache EKG-Übermittlung. So sieht so ein Rhythmusstreifen aus. Da sieht man, ja, das ist unregelmäßig. Jetzt kann ich anhand dieses Rhythmusstreifens schon auch nach Fachempfehlung sagen, okay, da liegt ein Vorhofflimmern vor. Die Software von vielen Geräten ist schon als Medizinprodukt zugelassen. Also da sind wir schon ein bisschen weiter, haben wir ein bisschen mehr Patientensicherheit und nutzen das auch in der Praxis. Dann können wir einmal die nächste Folie zeigen, bitte.
Und dann gibt es einfache Möglichkeiten, dieses EKG zu übertragen. Sie schreiben das EKG mit der Uhr. Das erscheint dann automatisch auf Ihrem Mobiltelefon und da können Sie es in einer App dann hochladen über eine sichere Cloud-Technologie zum auswertenden Arzt. Das ist, sag ich mal, einfach, das ist sicher und der Vorteil ist, dass Sie da schon auch einen standardisierten Fragebogen ausfüllen können, was es dem Bewerter, also mir, dann ein bisschen einfacher macht, das einzuschätzen. Das ist jetzt im einfachen Gespräch mit Herrn Moleo natürlich auch möglich, aber ich kann das dann nachher auch auswerten und kann das auch bei vielen Patienten so machen. Das ist für den Patienten einfach und für den Auswerter einfach. Kleiner Einschub aus der Puzzle-Sicht. In Zukunft sollten diese Daten dann natürlich auch in der elektronischen Patientenakte entsprechend wieder verfügbar sein. Hier reden wir zurzeit noch von einer Speziallösung. Genau so ist es. Es sind viele verschiedene einzelne Lösungen am Markt. Das wäre natürlich wünschenswert, wenn das ins große Ganze eingebunden werden könnte. Ne? In einer Cockpit-Funktion zum Beispiel. Ja. Also so sehe eine mögliche Lösung aus. Anwendung, man kann sich da registrieren, man kann einen Fragebogen ausfüllen, dann seine Daten hochladen, dann sehe ich das, kann es auswerten. Ja? Und so würde ich das im Fall von Herrn Moleo auch machen und würde ihm damit bestimmt weiterhelfen können. Genau, ja, dann vielen Dank. Vielleicht schalten wir die Folien nochmal einmal weiter an der Stelle. Wir haben jetzt also sozusagen nochmal die Einbeziehung des Kardiologen gesehen, wie dann die Therapie weitergeht. Wir könnten die Patientenreise jetzt noch lange weiterspinnen, in der Hoffnung, dass Herr Moleo noch ganz alt wird natürlich, wollen aber an dieser Stelle die Patientenreise sozusagen verlassen. Ich danke Ihnen beiden erstmal. Ich hätte noch ein paar Fragen an Herrn Moleo, möchte aber vorher noch mal zusammenfassen, was haben wir jetzt eigentlich gesehen? Wir haben gesehen, letztendlich Prozessschritte, Puzzleteile, die nahtlos ineinander greifen. Wir haben gesehen, dass ganz vieles für den Patienten von zu Hause und digital möglich ist, wenn alle Beteiligten die gleichen Informationen haben, auf dieselbe Patientenakte zugreifen, auf dieselben Device-Daten zugreifen. Und wenn letztendlich natürlich miteinander diese Behandlungsschritte vorher abgesprochen sind. Also es gibt einen digitalen Pfad, wo klar ist, an welcher Stelle passiert eigentlich was. Und so kommt es letztendlich zur besten Versorgung, auch zur Reduktion von Wartezeiten, haben wir gehört, und vor allen Dingen auch zur Vermeidung von unnötigen Besuchen, zum Beispiel im Schlaflabor. Vielen Dank an Sie beide für diesen lebendigen Einblick in das, was Sie da in Bünde schon geregelt haben. Wenn wir jetzt Herrn Moleo noch mal vielleicht, genau. Sie sind ja nun, hallo, Sie sind ja nun echter Patient in diesem Sleepwell-Projekt. Das ist also hier kein Fake irgendeiner Sorte, sondern Herr Moleo ist da wirklich eingeschrieben. Und wäre auch eigentlich hier gewesen ohne Bahnstreik, aber es ist ja toll, dass das auch digital jetzt so an der Stelle klappt. Herr Moleo, ich würde Sie gerne noch mal fragen, aus Ihrer Patientensicht, was bringt Ihnen das? Also wie fühlen Sie sich da als Patient in diesem Setting? Ja, eigentlich so ganz gut aufgehoben durch diese ganze digitale Technik halt, wenn es funktionieren würde, ja. Im Ganzen. Aber es gibt ein gutes Gefühl. Und wo funktioniert es noch nicht? Wo sind noch die Stellen, wo sozusagen jetzt aus Ihrer Patientensicht diese Puzzleteile noch nicht so ineinander greifen? Ja, das Verschicken halt nach dem Arzt-Patienten-Kontakt, dass ich eine Polygraphie nach Hause kriege, das geht nicht. Ich bin Nachtwache halt im Schlaflabor in einer Schlafklinik. Bei uns sind die Wartezeiten enorm halt, ne? Wir würden es gern schneller machen, weil bei uns kommen wirklich Patienten mit Diagnosen an, wo wir sagen, hätten wir da früher greifen können, hätten wir da vielleicht was verhindern können. Also Sie sind Betroffener in mehrerlei Hinsicht sozusagen, ja, haben wir gerade gehört. Sozusagen Patient auch ein Stück weit im eigenen Haus. Und und erleben, wie es gerade in echt oft ist, dass Patienten ins Schlaflabor geschickt werden, wo es eigentlich gar nicht unbedingt nötig ist oder die halt entsprechende Wartezeiten haben.
Jetzt Richtig. Haben Sie uns ja auch hier Zugriff dankenswerterweise gewährt, auch auf Ihre Patientendaten und die Patientenakte. Ja. Haben Sie da Bedenken auch? Wir reden ja viel über Datenschutz auch in solchen Kontexten. Also war das für Sie auch Thema zu überlegen, traue ich mich da irgendwie meine Daten in die Cloud, in ein solches Netzwerk irgendwie einzuspielen? Gab es da bei Ihnen Bedenken an der Stelle? Nein, also von Anfang an hatte ich keine Bedenken, weil ich hatte mir eigentlich soweit alles durchgelesen und ich hatte mich da informiert. Ich habe oft bei anderen normalen Apps habe ich Bedenken, aber da hatte ich von vornherein kein einziges Mal ein Bedenken gehabt, dass da irgendwie Schindluder mit meinen Daten getrieben wird. Ich bin eigentlich recht vorsichtig in der Hinsicht. Und was waren die Kriterien? Warum hatten Sie genau da keine Bedenken, wenn Sie ja sonst ein vorsichtiger Mensch sind? Ja, der Schutz meiner Daten auf dem Server, die sind einfach super gesichert und da kann man nicht einfach so ran. Und ich benutze ja schon die EPA der Bundesknappschaft, weil ich bin ja Knappschaftpatient. Und dort ist es ja auch nochmal, ich bestimme einfach, wer meine Daten zu sehen kriegt und mit einem Code sogar. Also heißt, ich gebe vorher einen Code fest. Und da habe nur ich Zugriff drauf und dann kann ich dann sagen, 10 Minuten kriegst du jetzt einfach mal einen Zugriff da drauf, mehr nicht. Kann den auch sofort wieder rausnehmen. Das war für mich so eine Sache, wo ich sage, das ist sicher. Das hat mich eine Sicherheit einfach gegeben darin. Ne? Also Sie haben die Hoheit letztendlich drüber und genau. Haben sich da umfangreich informiert. Jetzt wird sicher der ein oder andere hier denken, naja, jetzt sind Sie auch ein digital affiner, ich sag mal jüngerer Mensch. Wie kompliziert war das oder ist das? Also würde man das auch älteren Menschen zutrauen können, sich da zu orientieren? Erleben Sie das vielleicht auch im Schlaflabor oder so? Also ich erlebe es auch, dass manchmal sogar die älteren Patienten, die ja sogar über 80 sind, fitter sind am Ende wie ich, weil es so einfach gestrickt ist. Mit 3-4 Klicks hat man es schon einfach und man ist sofort drin. Die meiste Zeit ist halt Datenpflege und das vorherige Durchlesen. Aber sich anmelden und die Daten zu schützen und sich sein Passwort dazu vergeben, das geht ruckzuck, in ein paar Minuten ist man durch. Prima. Ja, dann danke ich Ihnen auch ganz herzlich, dass Sie sich hier zur Verfügung gestellt haben als Musterpatient sozusagen. Ja. Herzlichen Dank an Sie und alles Gute für Ihre weitere Therapie, die ja noch nicht beendet Dankeschön. Ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, und ich möchte wirklich nochmal betonen, wir haben das jetzt an der Schlafapnoe gezeigt und man könnte x andere Indikationen genauso darstellen. Es gibt wunderbare Projekte, die wir in Deutschland haben, zu anderen Indikationen, zu anderen Netzwerken, wo man genauso anhand einzelner Netzwerke zeigen könnte, was alles schon geht und auch wo Puzzleteile noch nicht ineinander greifen. Und das wird auch heute im Vormittagsbereich unser Fokus bleiben. Wer kann eigentlich was tun, damit das alles nahtloser funktioniert? Aber vor allen Dingen auch, wir haben im Vorgespräch auch nochmal besprochen, allen zur Verfügung steht. Denn das gehört auch zu gerechter Gesundheitsversorgung, dass letztendlich auch jeder Patient, jede Patientin zu sowas Zugang hat und nicht nur die Privilegierten, die gerade in einem Pilotprojekt, einer Studie oder sonst wo da unterwegs sind.